was momentan wichtig ist. Waschen Sie sich die Hände richtig. 20 Sekunden aufschäumen, bis zum Handgelenk und auch zwischen den Fingern. Husten oder niesen Sie nicht in Ihre Hände, sondern in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, das Sie anschließend in einen Mülleimer mit Deckel werfen. Fassen Sie sich möglichst nicht ins Gesicht. Vermeiden Sie Händeschütteln und Umarmungen. Aber ein freundliches Winken und ein Luftkuss auf Entfernung ist nie fehl am Platz. Es kann die Stimmung im Raum aufheitern und vermittelt Ihren Freunden auch, dass sie Ihnen wichtig sind. Halten Sie beim Einkaufen Distanz zu anderen Menschen. Bleiben Sie geduldig und freundlich. Ein Anknurren anderer Kunden, ob berechtigt oder unberechtigt, hilft niemandem weiter. Versuchen Sie, zur allgemeinen Gelassenheit etwas beizutragen. Auch hier hilft oft ein Lächeln. Kaufen Sie mit Sinn und Verstand. Und wenn Sie nach Hause kommen, richtiges Händewaschen nicht vergessen. Auch wenn das Wetter jetzt frühlingshaft wird, treffen Sie sich nicht in Gruppen. Familien, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, können durchaus weiterhin gemeinsam an die frische Luft gehen. Aber ein Treffen mit Menschen aus anderen Wohnungen darf nicht stattfinden. Bei allem Verständnis für den Drang nach Selbstbestimmtheit und Freiheit, jetzt zählt erstmal die Gesellschaft. Wir müssen füreinander da sein. Und zu guter Letzt, schauen Sie sich um, wo Hilfe nötig ist. Ein nettes Wort zu einer alten Nachbarin oder eine Einkaufshilfe, das kostet nichts und kann so hilfreich sein. Zeigen Sie Vernunft, Geduld und Rücksichtnahme. Tragen Sie dazu bei, dass aus dieser Krise keine Katastrophe wird.